Na, Black Beauty, du scheinst ja nicht gerade in bester Stimmung zu sein, hm? Keine Lust zum Training? Du, was? Na, du komm schon. Wir hören ja gleich auf. Dann kannst du deine schlechte Laune an John Manley auslassen. Eine Runde scharfen Galopp noch. Und Schluss für heute. Na ja, ja, los! Ja! Yeah. Schön! Na, du zeig mal, was du kannst, Schwarzer. Sei nicht so faul. Halt! Moment. Manley! Ja? Kommen Sie doch mal her! Was ist los, Mr. Gordon? Ist was passiert? Fällt Ihnen gar nichts auf? Vielleicht schauen Sie sich das Zaumzeug mal an. Der Bauchgurt ist gerissen. Wie ist das bloß möglich, Mr. Gordon? Jeden Abend kontrolliere ich alles und ich weiß genau, dass ich es gestern Abend auch gemacht habe. Ein intakter Gurt reißt nicht einfach durch. Die Stelle muss also schadhaft gewesen sein. Es wundert mich etwas, wo Sie doch sonst so... Ich kann mir das einfach nicht erklären, Mr. Gordon. Ich bin ganz sicher, dass gestern noch alles in Ordnung war. Na ja, ist schon gut, Mandy. Kein Mensch ist vollkommen. Ist ja nichts passiert. Ja, merkwürdig. Ich könnte schwören, dass jeder einzelne Riemen in Ordnung war, wo ich doch noch extra die Steigbügel verstellt habe. Also ich verstehe das nicht, wie ist denn so etwas möglich? Die Sache mit dem Zaumzeug ließ John Manley keine Ruhe. Im Stall nahm er sich den Gurt noch einmal vor und stellte fest, dass die Rissstelle ungewöhnlich aussah. Am Anfang glatt und erst zum Ende hin fasrig und aufgeschlissen, so als ob jemand ihn angeschnitten hätte. Er war aber unsicher und behielt seine Beobachtung zunächst für sich. Am nächsten Morgen schon wurde ihm das zweite Rätsel aufgegeben. Na, Black Beauty, nun komm schon. Was ist los mit dir? Haben unsere Lordschaft keinen Appetit? Verdammt kalt ist das hier. Wieso ist denn das so kalt? Richtig ziehen tut das hier. Ich hab doch das Fenster über Nacht immer Wer zum Teufel hat das Fenster aufgemacht? Ah, natürlich, erkältet hast du dich, Schwarzer. Kein Wunder bei dieser Zugluft. Aber ich fresse einen Besen, wenn dieses verflixte Fenster nicht von mir persönlich gestern Abend zugemacht worden ist. Also irgendwie geht das hier nicht mit rechten Dingen zu. Wo bleibt ihr denn, Manley? Wie lange soll ich denn noch auf euch warten, hä? Da ist was nicht in Ordnung. Das Training, Mr. Gordon, das Training sollten wir lieber verschieben. Ja, warum denn das? Na? Hast du wieder keine Lust, Schwarzer, hm? Ach, sieh mal an. Du scheinst dich ja ganz schön verkühlt zu haben, mein Lieber. Ja, das kann man wohl sagen, Mr. Gordon. Ich fürchte, er hat eine ausgewachsene Erkältung. Wie ist denn das nur wieder passiert? Das zweite Fenster nach hinten raus, da, das ist heute Nacht offen gewesen. Oh, lieber Himmel, Manley, Sie wissen doch... Ich weiß, Mr. Gordon, ich weiß. Es soll immer geschlossen sein. Ich traue mich schon gar nicht mehr, etwas zu sagen. Ich habe es gestern Abend zugemacht, Mr. Gordon. Also, Manley, ich weiß nicht recht. Sie scheinen mir in letzter Zeit ein bisschen nachlässig zu sein. Ich habe immer gedacht, man könnte sich auf Sie verlassen. Das kann man auch, Mr. Gordon. Aber ich sehe selber, dass Sie im Moment allen Grund haben, mir zu misstrauen. Obwohl, ich werde noch verrückt, Mr. Gordon. Ich habe das Gefühl, hier stimmt etwas nicht. Also das offene Fenster ist nun mal nicht zu leugnen, Manley. Ist übrigens noch immer auf. Verdammt, ja, ich bin vor lauter Überlegen noch nie mal dazu gekommen. Ja, also nur geben Sie mal zu, Manley, irgendwie sind Sie ein bisschen durcheinander. Ja. Haben Sie vielleicht Sorgen? Probleme? Etwas, was Sie bedrückt? Ich weiß es noch nicht, Mr. Gordon. Ich weiß noch nicht. Ich muss darüber nachdenken. John Manley dachte Tag und Nacht darüber nach, ohne dass er zu einem Ergebnis gekommen wäre, wenn nicht Mr. Gordons Töchter Jessie und Flora ihm einen unerwarteten Tipp gegeben hätten. Bitte lass uns rein, bitte hilf uns! Lass uns schnell rein, der Robbie Masterson ist wieder hinter uns her. Hör auf, uns immer mit Steinen der Gemeinde kam. Immer lauert er uns auf, wenn wir von der Schule kommen. Ja, Moment. Robbie, wer ist denn das überhaupt? Robbie Masterson? Ist das etwa einer von den Jungs, die dem Bad Masterson gehören, dem neuen Stallmeister bei den Ponys? Ja, natürlich, John. Den kennen Sie nicht?
Er ist viel älter als wir und sowieso stärker, weil er ein Junge ist. Dabei haben wir ihm gar nichts getan. Er ist eben einfach furchtbar gehässig. Er sagt immer, wir sollten nicht so angeben mit unseren Pferden. Die würden ja doch wieder verkauft, wenn sie erst gut sind. Und richtig gehörend hätte uns kein einziges. Doch, haben wir gesagt. Black Beauty gehört uns wohl. Und das könnte er nicht bestreiten. Och, und diesen Peppelgaul, den könnten wir uns an den Hut stecken, was man für den immer einen Aufstand macht. Ja, also ein extra sowas. Pfleger, hätte sein Vater gesagt. Das wäre verlorene Liebesmühe. Der würde genauso gut mit allen anderen zusammen groß und deshalb auch nichts Besseres werden. Und dabei ist er bestimmt nur neidisch, weil sein Vater nur bei den Ponys ist und nicht bei den Rennpferden. Nicht bei den Rennpferden. Ja. Und sein Vater ist genauso neidisch, sonst würde er nicht so böse auf sie sein. Hey, wieso? Ist er denn böse? Ja. Er sagt immer, sagt der Robby, dem Manly werde ich es noch zeigen. So wie der sich vortut, als wäre er was Besonderes. So, so. Zeigen wir ihm es. Ja, soll er mir es ruhig zeigen. Ich warte nur drauf. John Manly wartete aber erst gar nicht lange, sondern beschloss, Bat Masterson selbst in die Falle zu locken. Und das tat er mit der Überlegenheit eines Sherlock Holmes. Ja, Bat Masterson. Moment eben, ich bin in großer Eile. Eigentlich wollte ich Sie nur um eine kleine Gefälligkeit bitten. Wissen Sie, ich muss für Mr. Gordon in einer dringenden Sache nach Beacontown. Sie wissen vielleicht, Black Beauty ist krank und steht noch in der Box. Also, er muss gefüttert werden. Würden Sie das heute Morgen für mich übernehmen? Aber selbstverständlich, Manly. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Ich krieg das schon in Ordnung. Lassen Sie sich nur Zeit. Ich kümmere mich um ihn. Also da bin ich Ihnen wirklich dankbar. Möglich, dass es bis Mittag dauert. Ich gebe Ihnen sofort Bescheid, wenn ich wieder hier bin. Das hat keine Eile. Ja, danke. Ihr Pflegling wird bestens versorgt. Ja, ich bin Ihnen wirklich dankbar. Also, auf Wiedersehen. Bestens. Bestimmt, Manly. Bestens. Ich werde erst mal ein besonders verträgliches Futter für dich besorgen, damit du fein gesund wirst. Verzogenes Viech. Ah, das wird langen, um dich morgen klein zu kriegen. Und deinen Privatpfleger dazu. Lass dir schmecken, Kleiner. Und friss ja alles auf, damit niemand dahinter kommt, was für ein Sonntagsgericht du bei mir gekriegt hast. Oh, das hat wohl geklappt. Endlich wird's mal einschlagen. Hat alles geklappt, Bat Masterson? Mein Gott, bin ich erschrocken, Manly. Ich denke, Sie sind in der Stadt. Wie Sie sehen, bin ich aber hier und das hat auch seinen Grund. Kommen Sie mal mit mir in den Stall, dann werde ich es Ihnen erklären. Ach, wissen Sie, Manly, lassen Sie uns hier reden. Black Beauty ist ziemlich nervös. Ich glaube, er kann mich nicht leiden. Ein reichlich empfindliches Tier, oder? Na, so empfindlich, wie Sie meinen, ist er gar nicht. Er ist nur ein erstaunlich guter Menschenkenner. Wollen Sie damit sagen, dass ich... Ich will damit sagen, dass er genau spürt, mit wem er es zu tun hat. Kommen Sie nur mit hinein. Wenn ich dabei bin, wird er ruhig sein. Das glaube ich Ihnen sogar. Nur, ich habe auch nicht sehr viel Zeit. Aha. Meine Ponys warten. Die müssen auch noch... Ich halte sie nicht lange auf, Bat Masterson. Also. Wenn Sie unbedingt wollen, Manly... Na, da haben wir es ja. Wie lange pflegen Sie eigentlich schon Pferde, Masterson? Oh, schon so lange, dass ich mich kaum erinnern kann. Dann wundert es mich sehr, dass Sie einem Pferd, das seit Tagen krank im Stall steht, frisches, feuchtes Grünfutter geben. Komm, Black Beauty. Weg damit. Ja, also, es war gerade nichts. Ich dachte, ja, wenn er das... Ja, Sie dachten, dass er eine feine Kolik bekommt. Und dass ich die Verantwortung trage. Ah. Und dann dachten Sie noch, dass Mr. Gordon mich endlich rausschmeißen wird, wenn dem Pferd was passiert.
Sie wissen sehr genau, dass diese Art von Koliken lebensgefährlich sein können. Oder haben Sie das noch nicht gewusst, Beth Masterson? Ich war in Gedanken und auch nichts darüber. Das kann man wohl sagen, dass Sie in Gedanken waren. Nämlich in Gedanken dabei, wie es erst sein würde, wenn Sie meine Stellung übernehmen. Dieser Traum ist vorbei, lieber Masterson. Wir gehen beide auf der Stelle zu Mr. Gordon und Sie werden in seiner Gegenwart erklären, wer den Bauchgurt beschädigt und über Nacht vorsätzlich das zweite Stallfenster geöffnet hat. Er wurde fristlos entlassen, was vorauszusehen war. Noch am selben Abend wurde er im Roten Hahn gesehen, einer verrufenen Kneipe in Beacontown, wo er bei Schnaps und Bier den Herumtreibern, die dort verkehrten, sein Herz ausschüttete. Diesem Schweinehirten, diesem Manley, dem habe ich alles zu verdanken. Ihr könnt euch ja gar nicht vorstellen, wie der sich anschmiert bei dem Alten. Ja, der ist eben cleverer als du, Bett. Der weiß, wie man einen guten Job behält. Halt deine Klappe, du Gauner, du Hühnerdieb. Ob du wüsstest, was ein Job ist. Hast du eigentlich überhaupt schon einen gehabt? Na, du reg dich nicht künstlich auf, Bett. Ich hab's ja nicht so gemeint. Manley, dem zahle ich's heim. Darauf kannst du dich verlassen. Wenn mir der über den Weg läuft, der hat nicht zu lachen, das schwöre ich dir. Also nun mal halblang, Beth. Es wird schon einen Grund haben, dass sie dich unbedingt so schnell loswerden wollten, oder? Das fehlt mir auch noch, dass du dich auf die andere Seite schlägst, McIntosh. Ich sitze hier und will meine Wut loswerden und du fängst an, auf mir rumzuhacken. Ach, Quatsch nicht. Ich will ja nur wissen, warum sie dich rausgeschmissen haben. Ich hab den Männle ein bisschen geärgert. Was hab ich? Erzähl keine Märchen. Geärgert, geärgert. Wegen Ärger ist noch nie jemand fristlos rausgeflogen. Also spuck schon aus, Kumpel. Was war los? Na gut. Ich hab ein Ding gedreht. Mit dem Gaul. Den er bemuttert, als ob sein leiblicher Sohn wäre. Donnerwetter. Erzähl mal. Einer von der teuren Sorte? Der Gaul, was? Das kann man wohl sagen. Ich möchte nicht wissen, wie viel Zaster der Alte geblecht hat. Du bist extra aus Amerika gekommen. Soll eine klasse Pferd werden, hat der Alte mal gesagt. Aha. Was meinst du, was der wert ist? Du verstehst doch was davon. Also, ich kann ihn ja nicht ausstehen. Den hysterischen Satan. Aber seine 200.000 Pfund bringt der spielend. Wenn es nicht inzwischen noch mehr sind. Muss ganz schönes Geld auf der Kante haben, dein Boss, der Pferdehändler. Du hast wirklich keinen blassen Schimmer, McIntosh. Züchter ist er und Besitzer und von all den Gäulen. Das Gut gehört ihm. Weiden und Wälder bis rauf zu den Beckenhügeln. Die Gordons sitzen seit Generationen im Birdbeck Park. So, so, so. Interessant, Beck. Enorm interessant. Was ist das für ein Kerl, dein Boss, dieser Mr. Gordon? Möchte wissen, was du an dem so interessant findest. Dieser aufgeblasene Geldsack kann mich nicht mehr interessieren. Aber mich, Beth Masterson, aber mich. McIntosh und Beth Masterson redeten und tranken bis tief in die Nacht. Und Masterson erfuhr, dass McIntosh eigentlich Herbie Sanders hieß. Seinen merkwürdigen Spitznamen hatte er von seinen zweifelhaften Freunden bekommen, weil er ständig eine bestimmte Sorte Bonbons in der Tasche hatte. Jedermann war fest davon überzeugt, dass er irgendwo einen ganzen Zentner davon gestohlen haben musste. So reichlich war er damit eingedeckt. In seinem Rausch wunderte Beth Masterson nichts mehr, auch nicht McIntoshs lebhaftes Interesse an Birdwick Park und seinen Bewohnern. Später konnte er sich nicht einmal mehr daran erinnern. Dafür erinnerte man sich sehr gut an Beth Masterson, als eines Tages in Birdwick Park das Telefon klingelte. George Gordon, Birdwick Park. Spreche ich mit Mr. Gordon persönlich? Sehr richtig. Mister,
Darf ich fragen, wer Sie sind? Das tut nichts zur Sache, Mr. Gordon. Sie müssen jetzt gut zuhören, Mr. Gordon. Es ist sehr wichtig für Sie. Ja, dann schießen Sie los. Was kann ich für Sie tun? Sie können eine Menge für mich tun. Und für Ihr Pferd. Wie meinen Sie das? Für welches Pferd? Für Black Beauty, Mr. Gordon. Woher kennen Sie Black Beauty, Mr.? Hm? Na, was haben Sie mit ihm gemacht? Noch habe ich nichts mit ihm gemacht. Aber er ist in meiner Hand. Och, Sie erlauben sich einen schlechten Scherz. Black Beauty, der steht in seiner Box. Und der Stall ist längst verschlossen. Das ist ein Irrtum, Mr. Gordon. Fragen Sie doch John Manley. Sag mal, wer sind Sie überhaupt? Woher kennen Sie nur wieder John Manley? Das tut nichts zur Sache. Black Beauty ist in meiner Hand und ich werde ihn töten, wenn Sie nicht 3000 Pfund fein säuberlich in kleinen Noten bis morgen Nacht pünktlich um 24 Uhr beim Meilenstein 2-7 an der großen Eiche am Beaconwald hinterlegen. Es wird ein schwarzer Blechbehälter daliegen. Tun Sie das Geld hinein. Es ist zwecklos, die Polizei einzuschalten. Ich bin bestens vorbereitet. Sie werden mich nicht finden. Auf Wiederhören, Mr. Gordon. Und eine gute Nacht. Was ist das? Das ist doch, der muss ja verrückt sein. Dieser Mensch. Manley! Ja? Manley! Ja? Sind Sie noch da? Ja. Ja, Mr. Gordon. Ich hatte nur meine Stiefel ausgezogen. Ja. Draußen regnet es Bimpfeln. Wenn er so weitergeht mit dem ja, Wetter... Ja, Manley, jetzt geben Sie mir bitte mal Ihren Schlüsselbund. Ja, meinen Schlüsselbund? Ja. Wieso denn das, Mr. Gordon? Sie haben doch das Gleiche. Ja, das weiß ich, Manley, aber jetzt brauche ich Ihres. Ich muss nämlich dringend was nachprüfen. So, bitte, hier ist es. Aber ich begreife noch immer nicht, was Sie damit eigentlich wollen. Der Mensch ist nicht verrückt. Wie? Das ist ein Verbrecher, das ist ein Erpresser, ist das. Manley. Was? Gibt es Momente, wo Sie das Schlüsselbund unbeaufsichtigt lassen? Nein, niemals, Mr. Gordon. Hm. Oder lassen Sie mich nachdenken. Ja. Ja, vielleicht. Ich wasche mich manchmal bei den Stellen an der Pumpe. Meine Aha. Sachen lege ich dann immer über den Zaun zum Apfelgarten und das Schlüsselbund hängt immer oben drüber. Aha. Danach fülle ich noch 12 Eimer für die Tränke, dann habe ich am nächsten Tag nicht so viel zu schleppen. Ja, glauben Sie, dass die Zeit ausreichen könnte, einen Schlüssel vom Bund zu stehlen? Also, wenn ich es richtig überlege, wäre das schon möglich. Warum fragen Sie? Fehlt denn einer? Ja, Manley. Und zwar der von Black Beauty's Stall. Was? Das ist doch nicht wahr. Zeigen Sie her, Mr. Gordon. Ja, das ist noch nicht das Schlimmste. Man hat Black Beauty gestohlen. Unmöglich, Mr. Gordon. Ich habe doch selber Moment. Lassen Sie mich bitte sehen. Tatsächlich. Jetzt bin ich ganz durcheinander. Der Schlüssel, verdammt. Jemand hat den Schlüssel genommen und ihn rausgeholt. Ja, ja. Was haben Sie da eben gesagt, Mr. Gordon? Ein Verbrecher, Erpresser. Hm. Der Kerl muss doch gewusst haben. Ja, und ob der gewusst hat, Manley. Ich weiß, wer das war. Hm? Ich wette, dass ich es weiß. Ja. Das war dieser Ponypfleger. Ja. Dieser... Bad Masterson, nicht wahr? Bad Masterson, ja. Genau. Mr. Gordon, er will sich rächen, der Kerl. Ja, das nehme ich auch an. Und Geld will er haben. Viel Geld. Wie viel denn, Mr. Gordon? Ganze 3000 Pfund. Bis morgen Nacht um 24 Uhr. Was? 3000? Werden Sie die Polizei benachrichtigen, Mr. Gordon? Ja, das werde ich tun. Und zwar gleich. Kriminalpolizei, Inspektor Wright. Guten Abend, Inspektor. Hier spricht George Gordon, Birdwick Park. Ich möchte eine Anzeige machen. Worum handelt es sich, Mr. Gordon? Um eine Erpressung, Inspektor. Ich bekam einen Anruf. Wann war das, Mr. Gordon? Vor etwa einer Viertelstunde. Unser bestes Zuchtpferd ist gestohlen. Und man verlangt 3000 Pfund Lösegeld. Hm. Haben Sie irgendeinen Verdacht? Das sieht nach einem Racheakt aus, Inspektor. Einer unserer früheren Angestellten... Ich werde zu Ihnen rauskommen, Mr. Gordon. Bin schon unterwegs. Ja.